In diesem Video möchte ich euch mal vorführen, wie galvanischer Strom auf die Haut wirkt. Ich habe ja schon mehrere Videos über das Thema galvanischer Feinstrom gemacht und dass es da eben ein kosmetisches Gerät gibt, mit dem man die Haut behandeln kann. Ich habe hier, das sieht man, immer so Tränensäcke. Meine Hausärztin hat gemeint, dass das einfach oft vorkommt bei Frauen, wenn sie aus den Wechseljahren raus sind. Offenbar ist auch Veranlagung, meine Mutter hat es auch öfter gehabt. Und ich bin aber ziemlich unglücklich darüber, weil das einfach ja, halt nicht schön aussieht. Und ich habe deswegen auch schon länger keine Videos gedreht, weil es mir einfach unangenehm war, dass das manchmal hier so geschwollen war. Und irgendwann habe ich habe ehrlich gesagt immer versäumt, mich regelmäßig zu behandeln mit diesem Gerät. Obwohl ich weiß, dass es sehr gut wirkt. Und jetzt habe ich im Ende Januar, da war ich dann sowieso so noch ein bisschen erkältet gewesen vorher. Und dann war das so schlimm, dass ich gedacht habe, jetzt ist Schluss, jetzt muss ich da was tun. Und dann habe ich am 31. Januar habe ich angefangen, mich jeden Morgen 5 Minuten zu behandeln mit dem Gerät. Ich zeige euch jetzt hier das Bild vom 31. Januar morgens. Vier Tage später hat man schon ganz, ganz deutliche Erfolge gesehen. Ich zeige euch das nächste Bild. Es war 4 Tage später. Ich habe nur morgens mich behandelt mit dem Gerät. Und nicht einmal die teure Gels genommen, sondern nur das einfache Hyaluronspray. Das ist nicht teuer, da kostet so eine Flasche 12, 13 Euro und die hält mir fast ein halbes Jahr. Und guckt euch jetzt das Ergebnis nach 4 Tagen an. Dann habe ich das weiter konsequent gemacht. Und habe dann mich noch einmal nach 10 Tagen morgens fotografiert und zwar vor der Behandlung, also direkt nach dem Aufstehen. Das sieht man, da habe ich sogar noch das Nachthemd an. Und selbst da, nach dem Aufstehen, war das schon deutlich besser. Das Gute ist, da der galvanische Strom ja bis unter die 7. Hautschicht wirken kann, geht. Das ist weltweit, gibt es da nichts, was so tief runter geht und die Haut praktisch reinigen und erreichen kann. Ist das jetzt nicht schlimm, wenn ich mal 1, 2 Tage Stress habe oder so oder habe einfach keine Lust, mich da zu behandeln morgens? Jetzt habe ich zum Beispiel 2 Tage auch nichts gemacht, aber es ist doch deutlich besser. Also es ist nicht mehr so gravierend wie am Anfang. Und das wollte ich euch jetzt einfach mal gezeigt haben. Das Gerät gibt es nicht im Handel zu kaufen. Ich bin auch da gar nicht aktiv bei der Firma groß im Vertrieb. Aber trotzdem, wenn jemand Interesse hat und sagt, es interessiert mich, schreibt mich an, schreibt mir eine E-Mail, die steht auf dem Kanal, steht meine E-Mail-Adresse oder ihr findet mich auch in Facebook. Dann kann ich euch erklären, wie man dazu kommt und so weiter. Auf jeden Fall. Ich persönlich bin heilefroh, dass ich das habe und ich brauche keine teure Cremes. Mir reicht das Gerät, wenn ich die Haut damit alle paar Tage mal behandle. Und das geht ganz einfach, das sind morgens 5 Minuten oder kann es auch abends machen, klar. Und dann brauche ich keine teure Hautcreme und sonst was. Wenn ihr keine Tipps versäumen wollt, es gibt nicht regelmäßig und jede Woche Tipps. Weil mein Business eigentlich ein anderes ist. Ich bin Buchautorin. Aber wer sich interessiert dafür, gerne Kanal abonnieren oder ich freue mich auch über ein Like unter dem Video. Und wenn ihr eben kein Video versäumen wollt, dann abonniert einfach den Kanal. Wenn ihr noch auf die Glocke klickt, dann kriegt ihr automatisch eine E-Mail, wenn von mir ein neues Video erschienen ist.